die beiden vor, mit denen wir das heute hier erörtern wollen. Helge Lind ist derjenige, der eingesprungen ist, freundlicherweise für den Kollegen, ist Sprecher der Arbeitsgruppe Demokratie in der SPD-Fraktion. Und ich begrüße Roman Reusch, der rechtspolitische Sprecher in der AfD-Fraktion ist. Ich habe von Bedrohungen geredet, von Angriffen auch. Fangen wir vielleicht mal mit Ihnen beiden persönlich an. Erleben Sie, weil es ja auch um Amtsträger, um Mandatsträger geht, bis hin irgendwie zu Kommunalpolitikern, welche Anfeindungen erleben Sie in diesen Zeiten? Das ist im Grunde seit Jahren bei mir gewohnte Praxis, nach praktisch jeder Parlamentsrede und auch darüber hinaus, also Morddrohungen mit auch Kopfgeld habe ich erhalten, Hassbriefe, Beschimpfungen übelster Art, also man wird als Ausgeburt von Inzest oder ähnliches bezeichnet und das ist jetzt noch eine harmlose Variante. Das heißt, ich habe eine lange Gewohnheit mittlerweile entsprechender Hasspostings und persönlicher Schreiben wie auch E-Mails und ähnlicher Mitteilungen. Wie gehen Sie um damit? Man könnte sagen, mit selbstverordneter, ja fast schon fahrlässiger Naivität. Aber das heißt nicht, dass man nicht Vorsichtsmaßnahmen trifft. Man achtet auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Permanente Gespräche auch mit dem Staatsschutz finden statt. Aber wenn ich das an mich ranlassen würde, könnte ich nicht mehr frei als Abgeordneter arbeiten. Deshalb habe ich mir einen nützlichen Panzer aufgebaut. Wie macht man das? Ganz kurz. Ja, ich nutze das als Energie, um gegen dieses Denken anzuarbeiten. Das heißt, das ist für mich ein Ansporn, gegen Demokratiefeindlichkeit und Rassismus anzugehen und im Übrigen auch nicht alles zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Erleben Sie auch persönliche Angriffe auf Sie persönlich als Abgeordneter, Herr Rausch? Selbstverständlich, klar. Nun bin ich als gelernter Staatsanwalt durchaus mit dieser Situation vertraut. Als Staatsanwalt wird man auch häufig bedroht, und zwar von Leuten, die man absolut ernst nehmen muss. Das jetzt hat noch eine andere Kategorie, weil es massenhaft kommt. Nach offizieller Statistik sind fast alle oder die Mehrzahl aller Übergriffe gegen Politiker richten sich gegen AfD-Politiker. Ist so. Also wir haben da weitliche Erfahrung mit Hass auf uns. Er muss bekämpft werden. Insgesamt die Äußerung des Hasses, das ist völlig richtig. Geht es auch gegen Sie persönlich? Herr Lind hat ja gerade beschrieben, es gibt Morddrohungen, auch ganz konkrete gegen ihn. Gibt es das bei Ihnen auch? Ja, also ich hatte zweimal Hausbesuch von der Polizei zwecks einer gefährdeten Ansprache, wo das zuständige LKA die örtlich zuständige Polizei gebeten hat, doch mal schnell vorbeizugehen, Bescheid zu sagen, da sind wieder aktuelle Drohungen gegen mich persönlich eingegangen. Gegen Sie, direkt an Sie, auch das war jetzt mittelbar, dass die Polizei bei Ihnen vorbeigekommen ist? Nee, das war gezielt gegen meine Person, ja. Was für eine Erklärung haben Sie dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist? Es war ja über viele Jahre und Jahrzehnte vergleichsweise friedlich. Es gab natürlich Aggressionen, es gab natürlich auch Bedrohungen, aber das Ganze hat sich in den vergangenen Jahren extrem verschärft. Es hat sich radikalisiert, auch die Ansprache. Was haben Sie für eine Erklärung dafür? Das ist eine Kombination. Einerseits ist es Ergebnis. Das denke ich auch, das müssen wir selbstkritisch sagen, was den politischen Diskurs betrifft, aus ganz vielen Debatten der letzten Jahrzehnte, Islamdebatten, Debatten über Flüchtlinge, nicht sachliche Auseinandersetzungen, nicht demokratische Debatten, sondern solche, die mit Verhetzung argumentiert haben. Ich weiß das, weil Sarrazin aus meiner Partei kommt. Deshalb ist es auch für mich eine besondere Aufforderung, dagegen anzukämpfen. Und das ist nochmal verstärkt. Deshalb ist auch diese Gesetzgebung notwendig durch die Plattform. Theoretisch bieten sie ganz viele Möglichkeiten für demokratische Teilhabe, aber sie ermöglichen auch Enthemmung, Entgrenzung und funktionieren nach dem Prinzip der Aufmerksamkeit. Das heißt, das Laute funktioniert besser nach diesen Algorithmen und deshalb ist es kein Instrument, das momentan die demokratische Beteiligung fördert, sondern solche eine, die den Hass antreibt und befeuert. Und diese Kombination ist brandgefährlich. Soziale Netzwerke, sagen Sie, Plattformen im Internet, die sind aber nur Medien, wenn man so will, die das transportieren. Was denken Sie, Herr Reusch, was dahinter steckt? Was ist die Ursache, dass man auch auf diesen Plattformen, in diesen sozialen Netzwerken so viel Enthemmung findet in diesen Zeiten? Gerade auf diesen Plattformen, denn das ist der Ort für Heckenschützen. Ich kann im Schutz der Anonymität endlich rumsauen, wie ich schon immer wollte. Früher hat sich sowas in überschaubaren, also in der analogen Welt, an die wir beide uns ja noch erinnern können, da fand sowas im Kollegenkreis am Stammtisch fanden. Am nächsten Tag war der Zorn verraucht und gut war's. Und jetzt kann man eben direkt gegen die Personen, die man nicht mag, richtig anstinken. Dass die Leute fühlen sich sicher im Schutz der Anonymität oder der Nichtermittelbarkeit.
Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir das natürlich auch im Alltag, wenn man guckt auf Rettungskräfte, auf Polizistinnen und Polizisten, da ist die Situation eine andere, da ist sie ja eine von Angesicht zu Angesicht. Wie erklären Sie dann das? Weil das mit den sozialen Netzwerken, Internet, das kann ich nachvollziehen. Aber dass man tatsächlich, dass man Krankenhauspersonal auch angreift und solche Sachen, welche Erklärung haben Sie dafür? Also das wird möglicherweise jetzt dem Kollegen Lind nicht gefallen, aber nach meiner Kenntnis, meiner beruflichen Kenntnis, sind dafür bestimmte Kreise verantwortlich. Das ist jetzt nicht in erster Linie Müller-Meyer-Schulze. Das hat vor etwa 15 bis 20 Jahren angefangen, dass Berichte oder entsprechende Fälle kamen, dass Feuerwehrleute auf offener Straße angegangen wurden und so weiter. Hintergrund, dort wird der Staat angegriffen. Das sind Repräsentanten des Staates, der ist verhasst. Polizeibeamte in bestimmten Gegenden können ein Lied davon singen, dass sie Gegenstand des offenen Hasses sind. Und gemeint ist der Staat. Was ist Ihre Erklärung? Teilen Sie das? Ich teile nicht diese kryptische Erklärung. Also auf Deutsch hat ja Herr Horsch andeuten wollen, dass es linke Kräfte sind, die staatsfeindlich sind. Und ich lasse mich nicht auf das Spiel ein, da links mit rechts zu verrechnen, weil jede Form von Angriffen auf Staat und Person inakzeptabel sind. Aber ich würde mal mir die Parlamentsreden der AfD in den letzten Jahren in Landtagen oder Bundestagen angucken und dann das vergleichen mit vielen Postings und E-Mails, die ich bekomme. Und ich stelle da eine auffällige Parallelität und Gemeinsamkeit fest. Insofern scheint mir das ein nicht unerheblicher Grund für die Enthemmung auch in den sozialen Netzwerken zu sein. Die Art und Weise, wie wir digital oder auch im öffentlichen Raum miteinander reden und über Themen reden, wie zum Beispiel Flüchtlinge, wie ökologische Fragen oder in anderen Zusammenhängen. Das ist in der Tat ein Vorwurf, Herr Reusch, der in den vergangenen Wochen insbesondere noch mal verstärkt worden ist, dass Sie zumindest als Partei oder als das Mitglied Ihrer Partei, muss man mal korrekterweise sagen, irgendwie auch durchaus Prominente mit dazu beigetragen haben, dass der Ton sich erheblich verschärft hat, dass er radikalisiert worden ist. Was ist Ihre Antwort? Also einmal ist das übliche Gerede von Politikern, die den Gegner, ihren politischen Gegner, so schwarz wie möglich anmalen wollen. Das ist mal klar. Wir sind alle Konkurrenten und die Gelegenheit will man nutzen. In deren Träumen finden wir nicht mehr statt, kommen in keinem Parlament mehr vor. Dann ist es wieder wie früher, als gemütlich war. Die Zeiten kommen nicht wieder und Ich halte das für Unsinn. Die Idee, sich unsere Reden anzuschauen, halte ich allerdings für keinen Unsinn, sondern sehr empfehlenswert, das zu machen. Dann kann man erstens vergleichen, was denn daran nun wirklich Hetze ist. Hetze ist so ein Begriff, alter stalinistischer Kampfbegriff. Artikel 6 Absatz 2 der DDR-Verfassung von 1949, da kam das schon vor. Der wurde als Strafvorschrift verwendet. Ganz viele Sozialdemokraten wegen Hetze kamen in die Lager, in die sie schon bei den Nazis gesessen haben. Also ich wäre da sehr vorsichtig mit solchen Kampfbegriffen. Jedenfalls, die Melodie kommt mir sehr bekannt vor. Jetzt sind Sie sprachlich natürlich nicht schwach, weil Sie auch mal Oberstaatsanwalt gewesen sind. Aber dann muss ich Ihnen mal vorhalten, weil da Zitate von Ihrem Fraktionsvorsitzenden, aber auch von Ihren Parteivorsitzenden, die da erkenntnismäßig offensichtlich ein bisschen weiter sind. Nämlich Alexander Gauland sagt, auch wir haben uns manchmal in der Wortwahl vergriffen. Und Ihre Vorsitzenden Meuthen und Chrupalla haben in einem Brief geschrieben, wer sich rassistisch und verächtlich über Ausländer und fremde Kulturen äußert, handelt ehrlos und unanständig und damit gegen Deutschland und gegen die AfD. Und das war ein Brief an die eigene Partei gerichtet, nicht an andere. Wir haben, das ist kein Geheimnis, wir haben mit Leuten zu kämpfen, denen es gelungen ist, bei uns Mitglied zu werden. Und wir bemühen uns nach Kräften, solche Leute auch wieder rauszuschmeißen und haben da recht guten Erfolg mit. Aber das geht natürlich alles rechtsstaatlich und Rechtsstaat dauert. Sind aber auch sehr viele Prominente aus der AfD-Fraktion hier im Bundestag dabei, die sich entsprechend geäußert haben und diese für diese Diskursverschärfung gesorgt haben. Alice Weidel, die von Kopftuchmädchen, alimentierten Messermännern und sonstigen Taugenichtsen gesprochen hat, würde ich durchaus darunter verbuchen. Ja, also ein von Steuergeldern alimentierter Messermann, der ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Taugenichts. Also da finde ich nun nichts... Ja, nichts Beanstandenswertes. Ja, es geht um die Verallgemeinerung, dass was für eine ganze Gruppe gilt. Darüber müssen wir ja nicht diskutieren, das wissen Sie genauso gut wie ich. Die Frage, ob das so gemeint war, so war es mit Sicherheit nicht gemeint. Das Problem ist immer, man kann gar nicht so sorgfältig formulieren, dass das nicht einem im Mund rumgedreht werden kann, wenn man will.
Und die Aufforderung, sorgfältig mit der Wortwahl zu sein, ist völlig richtig. Außerdem ist die Selbstreflexion jedermann anzuraten. Ja. Wahrscheinlich auch jeder Frau, Herr Lind. Nein, das war ja jetzt der Gipfel des Zynismus und der Verhöhnung. Also wenn was gilt, dann war das natürlich bewusst gesetzt. Alimentierte Messermänner, und Herr Reusch hat es ja dankenswerterweise in Anführungszeichen gerade wiederholt, ist natürlich gezielt gesetzt. Man braucht nur gleich in den Antrag der AfD zu Grenzen sichern zu gucken. Es werden bewusst bestimmte Topoi verwandt, die Bilder erzeugen, und diese Bilder sind blank rassistisch. Und das ist jetzt nicht politische Auseinandersetzung parteipolitischer Natur, sondern das ist einfach sachliche Feststellung. Die reden von Herrn Brandner, Herr Kurio und vielen anderen. Ich werde einfach mal eine Veranstaltung machen, und die wird daraus bestehen, entsprechende Zitate vorzulesen. Und wer es dann nicht erkennt, der ist nicht mit der Fähigkeit der Auffassungsgabe gesegnet. Ich hätte für alle Fälle noch ein paar hier, aber die sind zum Teil bekannt, zum Teil nicht ganz so bekannt. Aber damit gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Denn Sie haben ja gesagt, tatsächlich, das Problem ist da. Das haben Sie insgesamt eingeräumt, auch wenn bei Ursachen jetzt offenkundig anderer Auffassung oder Sie anderer Auffassung sind als Herr Lind. Was tun dagegen, Herr Reusch? Was ist das Konzept der AfD dagegen? Welches Problem meinen Sie jetzt? Generell der Hass. Hasskriminalität, auch Rechtsextremismus, auch Bedrohung von Kommunalpolitikern, das ganze Spektrum. Das ganze Spektrum. Da hilft in erster Linie nur eins, die größtmögliche Strafverfolgungsdichte zu erzeugen. Solche Leute sind meistens feige, verstecken sich, und wenn es mal was auf die Nase gibt, auf gut Deutsch gesagt, dann wird das deutlich weniger. Das ist die Erfahrung eines alten Strafverfolgers. Das heißt, Sie werden heute dem Gesetzentwurf der Koalition, zumindest wird ja heute nicht abschließend abgestimmt, sondern es ist erste Beratung, sondern Sie werden sagen, Koalition-Fraktion ist auf dem richtigen Weg, weil sie ja genau das versucht. Das Anliegen ist richtig. Das werde ich auch gleich sagen. Die Umsetzung ist allerdings misslungen. Da vermute ich mal, jetzt kommt Widerspruch. Ja, aus voller Überzeugung und Souveränität, weil wesentliche gesetzliche Maßnahmen enthalten sind, also Meldepflicht für soziale Plattformen, dass auch das Strafmaß erhöht wird bei Bedrohungen. Es gibt ja massenhaft zum Beispiel gegenüber Kolleginnen und Kommunalpolitikerinnen Aufforderungen, man wolle sie vergewaltigen oder Ähnliches. Da muss die absolute Härte des Gesetzgebers und der Gerichtsbarkeit greifen. Und gleichzeitig brauchen wir, damit wir uns nicht täuschen, auch eine gesellschaftspolitische Debatte über die Hintergründe. Denn allein gesetzgeberisch wird es nicht funktionieren, sondern es ist eine Kombination von gesetzlicher Härte und Konsequenz im gemeinschaftlichen Diskurs. Es gibt Kritik aus der Internetwelt. Es gibt auch Kritik vom Deutschen Anwaltsverein beispielsweise, der sagt, wenn man das Ganze umsetzen will, bräuchte man extrem viel mehr Personal, hätte 150.000 Verfahren mehr im Jahr. Und deswegen ist es von daher schon ein bisschen schwierig mit diesem Gesetzentwurf bzw. mit der Umsetzung dieses Gesetzentwurfs. Das Argument ist verständlich, aber es kann ja nicht sein, den Grund, dass wir nicht genug Personal haben, zu nehmen, ist nicht zu tun, sondern es wird erstmal eine Zentralstelle mit 300 Personen beim BKA eingerichtet, und dann muss entsprechend in einem Zusammenspiel von Bund und Ländern dafür gesorgt werden, dass die Länder in der Lage sind, auch entsprechend das polizeilich bearbeiten zu können. Aber wir müssen es tun. Wir können ja nicht sagen, weil wir Personalmangel in den Ländern haben, bekämpfen wir nicht den Rechtsextremismus. Und an dieser Stelle müssen wir aufhören. Die Debatte wird gleich im Plenum fortgesetzt. Vielen Dank, Herr Reusch, dass Sie heute Morgen hier gewesen sind. Auch Ihnen, Herr Lind. Vielen Dank. Sie dürfen